Was geht ab, YouTube? Adi Gaming wieder back am Start mit einer weiteren Folge von Resident Evil 7 Biohazard. Ja, wir sind jetzt im alten Haus angekommen und müssen jetzt schauen, ob wir es mit der Omi, mit der Mutti eher gesagt, aufnehmen können. So, erstmal schaue ich mich noch kurz um. Und dann geht's weiter. Ich habe keine Ahnung, was uns auf dem Weg jetzt passieren wird. Aber es scheint spannend weiterzugehen. Vor allem diese Fliegen und die Spinnen. Devil. Da krieg ich echt was zu viel. Ja, die sind schwierig zu treffen, außer die sind natürlich bleiben stehen oder so. So wie hier. Analyse. Das können wir jetzt verbinden. Und dann entsteht daraus ein Flammenwerfer. Nice! So können wir die Viecher ausbremsen, abfackeln. Ja, gesagt. Hahaha. Die Flinte ist auch voll. Der Granatwerfer haben wir auch noch. Zwei Muni. Und dann heißt es, lasst uns brutzeln gehen. Oh Mann, machen die Schaden. Wir haben genug Munition, um hier die alle auszuschalten, um die Nester zu zerstören. Hoffentlich. Wir laden erstmal nach. Die Muni geht schnell leer, denn es sind einige Nester, die wir zerstören müssen. Da war doch jemand. Erzähl kein Mist mehr mir. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Verdammt. Daddy kämpft. Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas. Verdammt, Mia. Wir müssen Mia retten. Und ob uns das gelingt, das ist die Frage. Das ist wirklich die Frage. Wir müssen jetzt... Verdammt, was ist jetzt? Nein, die Mutter. Wir haben jetzt eine Statue eingesammelt. Die wir auch jetzt benutzen müssen. So wie in dem Video. Der Flammenwerfer, den haben wir ja schon. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein.
Und da sind auch wieder welche. Oh mein Gott, das sind so viele. Ich laufe da jetzt erstmal vorbei, weil es bringt einfach nichts, alle auszuschalten. Ich habe nur noch sehr wenig Munition. So, hier ist das Podest und da ist die Statue. Und wir müssen jetzt eine Spinne irgendwie machen. Genau, so rum, oder? Nein, so rum. Perfekt. Die Rätsel sind eigentlich sehr einfach, obwohl es keine Rätsel sind. Es sind, ja, wie kann man das nennen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Aber die sind eigentlich recht einfach. Und jetzt erstmal durch den engen Raum hier. Igitt. Tausendfüßler oder was? Ja, scheiße. Da würde ich mich niemals durchdrängen. Oder quetschen. Pfui. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da waren wir in dem Video auch mit Mia. Ein Zettel. Wer sich das durchlesen möchte, drückt jetzt auf Pause. Hier lang. Ach ja, genau. Hier kriegen wir jetzt dieses Rad, wo wir brauchen. Das haben wir auch in dem Video gesehen. Genau, eine Kuppel. Und sonst war hier ja nichts. Irgendwas versteckt. Nein. So gut. Dann geht's weiter. Naja, die Lebensanzeige zeigt jetzt nicht gerade das Beste, aber wir schaffen das. Und wieder zurück. Zurück in die gute Stube. Hier werden wir auch wieder mal einen kleinen Cut machen gleich, auch speichern. Erstmal schön im Kreis drehen. Ich habe was vergessen. Eine Audiokassette. So. Da machen wir jetzt einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, würde ich sagen. Wenn es natürlich abgespeichert hat. So, nach dem kleinen Cut geht's natürlich weiter. Schauen wir mal, was hatten wir noch? Genau, die Kurbel brauchen wir. So, erstmal nachladen.
wieder müssen wir dahin. Verdammt. Ich hasse diesen Gang. Natürlich. Das war sowas von klar. Aber egal, wir können ja gut laufen und entkommen. Und die Mutti, die müsste ja auch irgendwo herumlaufen mittlerweile. Da ist sie sogar, verdammt. Wir müssen an sie vorbei. Wir haben keine andere Wahl. Egal, schnell, lauf um dein Leben, Even. Sehr gut. Das ist natürlich die schnellste Art, diese Dinger loszuwerden. Mit dem Flammenwerfer geht es natürlich auch, nur das dauert etwas länger. Und die Kurve haben wir jetzt erstmal dran gemacht. Perfekt. Und jetzt können wir mal schauen, was es hier noch Schönes gibt. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel, so wie es aussieht. Und wir haben schon wieder keinen Platz mehr, verdammt. Aber wir können was herstellen, perfekt. Okay, Krähenschlüssel. Okay, den Krähenschlüssel brauchen wir. Den brauchen wir für die Tür da hinten, wo das Löschlein ist. Verdammt! Hat die mich erschreckt. Nein! Da ist eine Treppe, geh hoch! Verdammt, was nun? Wir müssen die abballern. Und jetzt kommen natürlich die irre Viecher da raus. Oh nein. Mit der Pistole sollte es klappen. Nachladen. Und das war's. Nein, das wollte ich nicht. Puh. Das wollte ich gerade nicht. Ich wollte die Tür aufmachen. Hier ist nichts. Die Serie Gehirn. What? Gehirnnerv und Pepperiernerv. Ah, ich kann kein Deutsch mehr. Ahahaha. Und die Zoe ruft schon wieder an. Und? Hast du deine Währung gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Ich hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast.
So, dann schauen wir uns noch hier um. Oh, eine kleine Puppe. Sehr gut. Jetzt haben wir ein bisschen Money wieder. Die Money, die verschwindet auch sehr, sehr schnell. Und bekommen wir wenig. Das ist echt eine Frechheit. Hierfür brauchen wir jetzt wahrscheinlich die Lampe von der Ollen. Na, supi. Dann gehen wir ihr mal hinterher. What the fuck? Was zum Teufel? Das ist neu. Mutiert sie jetzt zur Spinne oder was? Oder warum läuft die auf vier Beinen? Oder acht? Ja, Spinnen haben doch acht Beine. Oder vier? Ach, was weiß ich. Okay, was haben wir hier? Ein Schatzfoto. Also, dieses Bild kommt mir bekannt vor. Ich wüsste, wo das ist. Und wir haben natürlich keinen Speicherplatz. Ich sollte zuerst mal etwas Speicher belegen, freimachen, eher gesagt. Denn in dem Haus gibt es Sachen, die ich brauche, Munition etc. Und hast du nicht gesehen? Okay, was brauchen wir nicht? Die Kurbel brauchen wir schon mal gar nicht. Das Schatzfoto müsste hier sein, genau. Hier ist das Päckchen mit den Kippen oder die Schachtel mit den Kippen. Das können wir auch. Die Münze können wir auch eigentlich verbrauchen. Münze könnten wir hier jetzt verbrauchen, genau. Dann brauchen wir hier nur noch zwei. Wir haben keine weiteren Münzen, verdammt. Naja. Dann geht's jetzt weiter. Da war nichts mehr drin. Dann würde ich sagen, speichern wir erstmal. Bevor noch was Schlimmes passiert, wird abgespeichert. Und ich trinke mal schnell ein Schlückchen vom Wasser. Denn das Zocken auf dem Schwierigkeitsgrad Irrenhaus ist verdammt schwierig und verbraucht auch Energie.
und Nerven. Ist verschlossen. So, dann schauen wir es uns mal hier oben um. Wir brauchen das Messer. Genau, jetzt können wir erstmal die Truhe kaputt machen. Genug Munition müssten wir jetzt bekommen. 'Ner-Kraftstoff haben wir auch. Perfekt. Dann sind wir gut bewaffnet. Und Audiokassetten. Es leben die Audiokassetten. Denn mit denen können wir speichern. Und etwas Schießpulver. Und eine defekte Pistole. Jetzt natürlich aufnehmen, aber dann haben wir keinen Platz mehr. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder in den Wohnwagen rein, machen noch ein bisschen Platz frei, damit ich Sachen aufnehmen kann, und dann werde ich die Folge beenden und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Gegen die Mutti. Das machen wir erstmal kaputt. So. Und dann speichern wir. So, abgespeichert. Das Speichern dauert immer lange. Und damit würde ich nochmal sagen, beende ich jetzt die Folge Nummer 8. Ist das Folge Nummer 8. Und wir sehen uns dann, würde ich mal sagen, in der nächsten Folge mit der Nummer 9. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.